Nach einem schweren Kampf schafft ihr es, den Minotaurus zu erledigen. Nun könnt ihr die Überreste durchsuchen, um zu gucken, ob da irgendwas Nützliches ist. Du realisierst, oder ihr realisiert, dass zwei Goblin am Eingang warten mit einer großen Kiste. In der Höhle findet ihr einige Splitter und die Überreste des Minotaurus. In der Kiste findet ihr eine Menge Gold und Objekte, die nützlich sein können. Na dann. Glaube, ich will nichts. Ray, willst du vielleicht das Horn? Ich überlege auch gerade, ja. Ich meine, wäre jede Runde ein mächtig und so weiter, wenn du heilst. Das ist richtig, ja. Das, was ich habe, ist aber halt auch nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, das ist besser. Ja, dann kriegt derjenige dann, und nicht nur ich alleine, das stimmt. Eben. Ja, ich denke, das ist, würde ich, glaube ich, nehmen dann. Und gerade bei Gruppenheals kannst du die richtig mächtig machen. Oh ja, das stimmt. Da ist doch vollkommen nett. Ich habe nichts zu machen. Für mich ist eigentlich nichts Anständiges dabei. Bei mir auch nicht. Nee, nicht so richtig. Na gut, nehme ich das Gold. Nee, ich will, glaube ich, wollte das auf dem Ring. Habe ich da einen besseren Ring? Nee, Residenz 4. Ring hast du die Mana-Flasche. Nee, die Kette. Auf der Flasche habe ich die Flasche. Ja, die Kette hast du auf. Nee, ich will da nichts. Gut. Auf zum Na dann. Charakter. Expresslieferung. Du kommst an einem Camp an und siehst einen weiteren Tintenfischköpfigen, der sich ausruht. Als ihr näher kommt, sagt ihr: Hallo, Abenteurer. Ich sehe, ihr habt meinen Bruder getroffen. Ich bin Nesgleck. Erster Mart der Znemon. Ja, des Znemos Händlerschiffs. Auf einer Mission, diese Lande. Was ist denn? Reconnoiter. Ich glaube, diese Lande zu erkunden und einige interessante Objekte zu sammeln. Ich habe eine Expresslieferung, aber ich bin erschöpft von der Hitze. Ich sehe in eurer Zukunft, dass ihr Captain Znemo treffen werdet. Wenn ihr ihm ein Paket von mir bringt, werde ich euch auf euren zukünftigen Reisen begleiten. Na dann. Wer will Paketchen tragen? Was? Gute Frage. Gute Frage. Soll ich es tragen als Heiler? Wer hat auf der Flasche die schlechteste Ausrüstung? Stimmt, ja, stimmt. Ich darf die Flasche nicht. Ray hat eine gute Ausrüstung auf der Flasche. Warte. Ich glaube, ich habe auf der Flasche eine Flasche. Ich könnte meine Ninja-Schriftrolle aufgeben. Dann nimm du. Dann nehme ich's. Komm, ich bin eh langsam. Scheiß drauf. Bist du noch langsamer? Du nimmst das Paket und versprichst das zu Captain Sin. Znemo zu bringen, wenn du ihn siehst. Bevor ihr geht, rastet ihr ein bisschen. Nestlick erzählt euch, dass ihr euch in der Leere zwischen den Welten treffen wird und euch einige gibt euch mal einige magische Splitter als Wiedergutmachung für den Ärger. Die Frage ist, wo müssen wir hin? In die Leere. Ja. Ja, die Frage ist, möchte Otis das haben? Nee. Dann? Wir kämpfen einfach und ich gehe kurz aufs Klo, weil ich bin sowieso langsam wie Sau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oink. Jetzt können wir ja mal wieder anfangen. Also eigentlich müsste der aber jetzt noch viel mehr trinken. Ich kann ja auch noch. Ich habe ja auch über 60.000. Nein, nicht zu mir. Bin nicht der Wolf. Ich bin jetzt bei unter 50.000 tatsächlich. Ich bin bei unter 10.000. Oh. Also ich habe beim Wolf über 60.000. Aber die hebe ich wer, mir... Wer war denn der Stimme? Ich weiß nicht, der Lava-Dings kann, glaube ich, AOE, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, der Lava ist der eklige.
Nee, die Sache ist, ich möchte die Punkte ja haben, weil irgendwann kommt er seinen nächsten bösen Stream und dann brauche ich die Punkte. Ja, stimmt. Ich habe die Punkte immer noch, obwohl der Stream gewesen war. Ich weiß nicht. Hat man nicht sonderlich viel verloren. Ich hatte einiges verloren. So, ich gehe auch mal auf Toilette. Gleich. Bis gleich. War sehr, sehr, sehr weit unten. So. Komm gleich. Wieder da und verdammt seist du, Bisa. Ein wunderschöner Reim. Aber du bist noch nicht dran, Wolf. Geh wieder weg. Noch nicht, aber ja, ich muss mir bald was Neues zu trinken machen. Erst bald? Ich bin noch nicht weit. Ja, die Flasche ist fast leer. Ah, so. Für den Anfang. Na dann. Was ist denn mit euch passiert? Wieso? Nichts passiert. Ihr habt Schaden genommen. Ja. Es gab die waren halt vor uns dran. Du bist noch nicht voll geheilt. Reichen 18 Schild für die nächste Runde? Oh, ja. Wenn nicht, kannst du aufnehmen. Okay. Oh, oder auch nicht. Wer konnte Schild purgen? Das hätte nichts gebracht, ihm mehr zu geben. Oh. Oh, haben wir ein Glück. Nein, er ist weg. Dieser ist tot. Fast. Sonst bring die mal um. Du bist lustig. Wie? Ihr seid schon in Runde 2 und ich war noch nicht dran. Moment, wo bin ich denn da? Du bist tot. Im Jenseits. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Die konnten Schild purgen. Ich hab dir 35 Schild gegeben und mit einem Angriff war es weg. Wow. Wundervoll. Dann bestelle ich mir jetzt Essen. Meinst du, bist du wiederbelebt, bist du es da? Wie schon gesagt, ich muss nur 100 Meter gehen. Na, ich hatte noch kein Feuer, noch keinen Blitz gespielt, verdammt. Vielleicht nicht die Dunkel. Ray, beleb mal die Toten wieder. Ich bin Heiler, kein Wunderheiler, sorry. Warum nicht? In meinem Repertoire. Ich bin noch in der Ausbildung. Wolf, ich bin ganz vorne, gib mir alles, was du hast. Auch ein bisschen. Ist okay. Du hast 53, die sind sowieso nach dem ersten Angriff wieder hin. Nee, hat sie nicht gepurcht. Lebt noch. Hat gehalten. Sehr gut. Eis, Eis, Eis. Baby. Ding, 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 ding. Richtig. So, und du kriegst eins. Und du kriegst eins. Und du kriegst eins. Und du kriegst eins. Ups. Mitte. Ja. Weil dann kannst du den Feuerball auch auf die Mitte machen, dann triffst du die Ränder mit. Ja. Genau. Immer schön rendern. Das habt ihr gut gemacht. Heil dich. Ja, jetzt sehe ich mal ein bisschen schlechter aus. So ein bisschen. Heil sie. Okay. kurz. Ja,
Ja, ich nehme alles. Du kriegst ein bisschen Power. Leb noch. Alles gut. Ich hoffe, es bleibt dabei. Heil mich. Okay. Himmel, was ist denn heute? Nur dezent genervt, aber nur ein bisschen. So, hier, Benediction für dich. Dankeschön. Und das war's leider schon. Sehr deprimierend. Ich bin ganz langsam gerade. Ich mach die Evasion weg, dann kannst du ihn direkt bauen. Das ist sehr gut. So, dass du für nächste Runde wieder Schild hast. Dankeschön. So. Auf. So, du hast Superpower. Jetzt Hause kaputt. Ich hol mir. Ne, brauche ich eigentlich gar nicht diesmal. Ich hol mir erstmal eine Charge-Batterie auf den drauf. Bam. Dann, Roll of Intellection. Ah, ganz falsche. Cold Spell. Definitiv Cold Spell. Gut. Dann hab ich das schon mal. Dann haben wir noch ein Buch. Cold Spell. Cold Spell raus. Oh, ich bin pleite. Ja, da war das Schild. Oh, oh. Kein Problem, hast überstanden. Benediction? Ja, definitiv. Sehr gut. Ach du, hi. Ich hätte mal ein paar Diesel gebrauchen. Die habe ich leider nicht im Angebot. Aber du kriegst ein Schild. Ich habe irgendwie so gefühlt so eine ganze Latte unten drunter. Also, kurz. Ja. Nicht schon wieder. So. Ja, nichts. Das musste ich erst ausschauen. So, Element. Weg mit dir. Feuerball. Feuerball. Ja, deine Feuerskills funktionieren bei denen schlechter. Ich weiß. Jetzt hast du den Moment zweimal drin, Wolf. Welchen Moment? Oh, was das Ray sagt. Wieso? Hast du schon mal. Da war schon mal ein exakt gleicher Wortunfall. Ja. Nein. Und da. Wir sind ja gleich in uns. Wenn wir da hingehen, sind wir ja dann gleich da, wo. Wo dann, wo wir wissen, wo die Challenge dann immer bei ist. Nee, wir wissen random, ja. Das random Spiel. Achso, das meinst du. Fällt mich. Ausnahmsweise. Wie viele Heilzauber wollen sie haben? Ray, ja. Richtig. Allerdings kann ich da. Und der funktioniert leider nur bei allen Monstern. Ja, ja, ja. Kannst die Geschwindigkeit entfernen. Ja, das brauchen wir aber nicht. Putz haut den ja jetzt sowieso nee tot. Ja, ach, ich wollte gerade sagen. Der kriegt jetzt nicht mehr viel Überlebung. So, Shock Nova. Oder Squirrel. Ich kann auch die Shock Nova nehmen. Das ist völlig egal, Hauptsache er stirbt. Ich nehme die Squirrel. Juhu. Davon will ich nichts. Oh ja. Davon will ich auch nichts. Ja, wieso? Darfst du wieder mitspielen? Ja, ich hab's gemerkt. Die Lavakaskade. Ihr seid vor einer großen Lavakaskade. Wenn ihr es schafft, hochzuklettern, würdet ihr die Spitze des Vulkans erreichen. Aber es scheint gefährlich zu sein. Oder sehr gefährlich zu sein. In der Mitte der Kaskade realisiert ihr, dass eine halb verbrannte Kiste bei den Flammen ist. Sie zu erreichen wird auch schwer sein. Beides zu machen ist fast unmöglich. Wir tun beides. Was? Wir haben 28% Chance.
Also eine Kiste kriegen haben wir eine gute Chance. Oder halt hoch. Ja, dann weiß nicht. Was wollen wir lieber, Kiste oder hoch? Kiste. Dann nehmen wir die Kiste. Jetzt kriegen wir 8. Kriegen 9. 7. Ja, ich habe gesagt, wir hätten hochklettern sollen. Ja, 9. Naja, passiert. Keiner hat mir geglaubt, dass wir beides tun sollen. Keiner. Ich nehme das Burned Item. Ich nehme das verbrannte Item. Erstmal da, Futz. Weiß noch nicht, was ich will. Ich finde da alles nicht spannend. Nee, ich finde auch nicht so geil. Nee, ich will gar nichts. Theoretisch finde ich sowas wie die Feuerrune zum Beispiel gar nicht so schlecht. Hätte Hutz nehmen können. Welche? Warum? Die Feuerrune. Aber dann hätte er keinen Mana-Trank mehr. Ja, aber ich meine, plus ein Feuer-Damage, alle 2 Runden, 3 Brand auf Gegner. Ja, da hast du nicht ganz unrecht, das stimmt. Na gut, dann. Stimmt auch wieder. Dann geh nochmal zurück. Du kriegst ja eigentlich eine ganze Menge Mana. Und alle 2 Runden 1, weiß ich nicht, ob das. Dem dann nehme ich die Feuerrune. Ich nehme nämlich nichts. Na dann. Ja, der Würfel ist zwar hübsch, aber ne? Du hast was Gutes. Richtig. Bin gut dran. So, wollen wir nach oben? Oder rechts lang? Keine Ahnung. Wenn wir rechts lang, müssen wir halt außen rum gehen quasi. Ich glaube, wir nehmen den kürzesten Weg. Ja, bin ich auch. Wir kämpfen einfach so. Ja. Jo. Gesünder. Vielleicht kann ich ja mitkämpfen. Ja, das kannst du. Ja, das zumindest darfst eine du. Runde. Mal gucken. Ich wollte gerade fragen, wie lange? erstmal das da halt. Ja, hast recht. Was brauchen wir eigentlich für den anderen da? Das verstehe ich nicht so ganz. Stanzer 2. Er war in Stanzer 1 und nächste Runde hat er Stanzer 2. Das, was ich jetzt habe. Das, was ich jetzt brauche. Ah, okay. Also ich glaube, ich brauche eine Schneewaffe, oder? Ja, wie immer. Ja. The same weapon as every year, Hutz. Nee, er heißt auch Sophie. So. Miss Otti. Gönn mir mal ein bisschen was. Frostbolt lieber. Geh mal auf den, der schon angekratzt ist. Und jetzt schmeiß deine Eiszapfen. Und du kriegst einen. Und du kriegst nochmal einen. Und der vorne kriegt auch noch einen. Ray, mach mal Bisa wieder ganz. Er versuche, sagen wir es so. Jump. Bist du sicher? Das ist so ein bisschen. Jump. Er kommt zu dir rinder. Sag ich doch. Ja. Das ist vor allen Dingen gut, weil die jetzt ein bisschen powerful haben. Das stimmt. Uff, langsam werde ich. Ich gehe dann schon mal. Ich darf ja eh nicht mehr mitspielen. Ja. Machst du machen das ohne dich. Aua! Noch lebst du. Du sagst es noch! Du darfst nur nicht schneller werden, alles gut. Bin ich nicht. Ich sag ja, du darfst nur nicht schneller werden, alles gut. Oder ihr dürft nicht langsamer werden. Ach. Gib alles Bisa. Ray ist auch angeschlagen. Okay. Bisa, hör auf zu krepieren. Ich mach das nicht freiwillig. Ausrede. Heilung! Arbeit Heilung! Heilung. Beten. Ja. Reicht nicht. Es ist nichts. Ich rette ihn. Ich hoffe doch.
Da hast du noch dieses Dings da, Bums da. Ja. Oh, was bin ich froh, dass das geblockt werden kann. Wenn das Gift gewesen wäre, wäre es richtig lustig geworden. Lebe, Bisa! Lebe! Zumindest für den Moment. Leb deinen Bisa, denn er fällt gleich um. Ich mach das mal schneller. Hey, du kommst doch mal dran, Dispelin! Lösch das Feuer! Der Frosch brennt! Ich glaube, mein Frosch pfeift. Ich dachte, der Frosch brennt. Er pfeift nicht, obwohl. Musiker, vielleicht pfeift er auch. Aber das ist gut, dass ich da bin. Habe ich schon Blitz gespielt? Nein. Dann will ich den nicht spielen. Dann spiele ich dieses Buch. In dem dieses Buch steckt. Dann spiel das Buch. In dem dieses Buch steckt. Was ist hier los? Selbst die Bücher lesen Bücher. Hey. Angst nimmt das hier Form an. Gut gemacht, Lisa. Nein, das war Betty. Gut gemacht, Betty. Fängt auch mit B an. Jump. Gut gemacht. Bring den Vordersten um. Okay, der Vorderste geht drauf. Immerhin. Ray, rette Bisa. Wir hoffen. Das ist der Dispel 3. Oh. Nein, die Heilung mit Dispel 3. Die da, hättest du machen müssen. Langsam bin ich zum müde. Egal. Aber er ist Dispel. Er ist Dispel. Das ist das Wichtigste. Ja. Weg mit. I'm sorry. So, Blitzi. Blitzi erstmal. Hause weg. Die Feuerbälle sind gratis. Ja, ich weiß, ich komme danach. Die 5 Stunden Schlaf machen nicht langsam bemerkbar. Solltest mehr schlafen? Warum? Ja, sollte ich mal. Eine aktive Entscheidung. Der bringt mir gerade nichts. Naja, der bringt ja nichts. Oh, Putz, du hast in der nächsten Runde eine Energie weniger. Warum? Weil du Stanza 3 hast. Und danach bekommst du einmal Fateful. Wo siehst du das? Unter diese Node, die du unter dir hast. Hä? Diese Node, die du unter dir hast, diese... Okay. Was ist denn das für eine... Diese Achtelnote, glaube ich. Achtel. Ist eine Achtel. Ja, ist eine Achtel. So, Bisa, bring ihn um. Guck, da pfeift der Frosch. Ja, ich sag hier, der Frosch pfeift. So, heil mal, Hutz. Der brennt auch. Danke. Ray darf sich jetzt mal selber versorgen. Ausnahmsweise. Ja, Benediction auf dich, komm. Das war jetzt nichts, ne? Einmal komplett voll machen. Richtig. Naja, fast, ne? Aber wir sind nah dran. Jetzt nicht mehr. So, dann gehen wir jetzt einmal schnell zum Gegner. Kurz. Ja, ich mach mal Feierabend. Mach mal Feierabend. Wieder Stopp. Aber wir wollen nicht stoppen, Bisa. Wir wollen weiter. Ich kann hier den Elder Storm, der ist nicht schlecht, aber er ist eigentlich nicht gut. Eigentlich ist er nicht gut. Und dann renne ich. All Monster, nee, eigentlich ist er nicht gut. So. Boss Time. Boss aber Time. Erstmal Level Up. Auch gut. Besser ist nicht. Mehr Heilung. Level Up. Ja, ich mach mich drum kümmern. Wir können uns ausruhen und ein Boblin-Bombardier kommt zu unserer Hilfe.
Bon 2, Chill 2, Spark 2. Süß, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich, weil wir den Goblins geholfen haben, die Bestie zu killen. Das könnte sein. So, hat, ja, jeder, das. Hat jeder sein Level abgemacht? Ja. Ja. Dann ruhen wir uns aus und der Goblin. Ein Goblin vom Stamm, dem ihr geholfen habt, den Minotauren zu töten, taucht im Vulkan auf und bringt euch Heilsachen. Bevor er geht, wirft er eine Bombe in einen Lavastrom, der sich im Vulkan geformt hat. Und Ignido kommt wieder. Der Kampf beginnt. Das war es leider mit diesem Part. Wir mussten an der Stelle schneiden, da das Video sonst zu lang geworden wäre. Allerdings geht es ja schon bald weiter mit Across the Obelisk oder halt live jeden zweiten Mittwoch und ansonsten hier in den Aufnahmen. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen.